Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal das neue Sonic Speed Simulator Update. Das Update hat es echt in sich, aber schaut es euch selber an. Viel Spaß! Okay, was haben wir hier? Metal Madness Event, okay? Dann ist hier das Metal Madness Boss Event. Dann haben wir hier, warte mal. Den Skin von Tails will ich haben. Dr. Robotnik hat Chao gefangen. Irgendeinen scheinbar. Und nutzt deren Lebenskraft, um Metal Sonic zu powern. Bitte hilf mir, ihn zu befreien. Wir können ihn umprogrammieren, um sich uns anzuschließen. Okay. Ich muss 3000 Mysterious Orbs sammeln, okay. Ich muss Metal Sonic dreimal besiegen. Und ich muss ein Rennen in 1 Minute 20 schaffen. Das will ich machen. Na gut, ist es das Race hier? Metal Sonic Event, ist es das Rennen? Ich guck da einfach mal rein. Guck mal da rein. Ich glaube, das hier wird der Bosskampf sein, oder? Ui, da ist Metal Sonic. Und jetzt bin ich hier. Und das Rennen geht los. Oh, hier sind sogar Hindernisse platziert. Alles klar. Aber das Rennen, das wird, glaube ich, ziemlich einfach. Ja. Oh, obwohl die Hindernisse sind jetzt teilweise ein bisschen böse platziert. Vor allem hier. Hier durfte ich nicht springen gerade. Sonst wäre ich in die Bomben rein. Oh Gott. Nein. Ah. Nein. Ich hatte noch zu viel Momentum. Ich will aber nicht von meinem Gas runterlassen. Okay. Machen wir. Oh, nee, 31 Sekunden. Jetzt muss ich nur noch warten, bis ich meine Boosts bekommen kann. Alles klar. Oh, ach, die muss ich einsammeln. Ich dachte, das sind Bomben. Nein, die muss ich einsammeln. Oh Gott, sag das doch. Oh, na gut. Ich dachte, das wären Hindernisse. Na gut, die wollten es einem wahrscheinlich doch nicht so schwer machen. Please, ich hab richtig versagt. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich schaff das Rennen nicht rechtzeitig. Ich schaff das Rennen nicht rechtzeitig, Leute. Aber ich dachte, das wäre ein Hindernis. Ich bin den aus... Weil die waren so dunkel. Die sahen aus wie Bomben. Naja, ich habe perfekt den ganzen Orbs gedodged, von denen ich 3000 haben muss. Eigentlich ist das cool. Eigentlich ist das cool, weil man hier dann so eine Strecke... Oh, ich habe es schon wieder nicht geschafft. Weil man hier dann so eine Strecke hat, die man ablaufen kann, wo die dann auch überall platziert sind. Die darf ich aber nicht berühren. Ich brauche mehr Speed. Ich schaffe diesen einen Sprung nicht. So. Als ob ich es in unter einer... Obwohl, nee, das waren 80 Sekunden. Okay, ich habe es nicht in unter einer Minute 20 geschafft. Ich würde das Rennen gerne nochmal spielen. Das war schlecht von mir. Das war echt schlecht von mir. Jetzt aber mit der passenden, schnellen Musik. Und jetzt geht's einfach ab. Jetzt muss ich den Bomben auch nicht mehr ausweichen. Jetzt kann ich die einsammeln, weil ich weiß, dass das sammelbare Objekte sind und keine Bomben. Oh, das war knapp. Hier muss ich abbremsen, weil sonst wäre ich da reingelaufen. So. Und dann einfach rüber. Hui. Okay, jetzt schaffe ich das Rennen auch so viel besser, weil ich jetzt alles ein bisschen schneller genommen habe. Ich war nicht mal schnell. Ich habe viele Sachen jetzt schlecht genommen. Aber das Rennen schaffe ich jetzt easy. Es sei denn, ich versage an irgendeiner Stelle noch voll. Es kann sein, dass ich jetzt noch richtig versage irgendwo. Aber wie hier zum Beispiel. Warum bin ich hier gesprungen? Warum springe ich hier? Ich springe in das Feld rein. Okay. Leute, ich versage doch. Es tut mir leid. Schon wieder, was war das denn? Au. Oh, ich nehme die ganzen Sachen nicht so, wie man sie nehmen soll. Ich habe versagt. Obwohl, das war, glaube ich, tatsächlich unter 1 Minute 20. Ja. Ja, wow, du bist richtig schnell. Das war nicht schnell. Ich habe versagt. Okay. Ich würde das Rennen gerne noch einmal spielen. Das Rennen macht eigentlich Spaß. Ich hatte ein bisschen Angst, als ich gehört habe, das wird so sein wie das, Knuckles. Wie ist es? Treasure Knuckles Event. Hab vergessen, wie es hieß. Aber eigentlich ist es ganz nett. Oh Gott, ich kriege das Rennen hier auch nicht hin. Vielleicht sollte ich das mit einem Controller spielen. Weil da kann man dann so ein bisschen leichter steuern. Nein, zu hoch. Boing und boing. Und ich bräuchte halt wirklich ein bisschen, so ein kleines bisschen, so ein klitzebisschen, nur ein klitzebisschen, nur ein klitzebisschen mehr Speed bräuchte. Nein, nein. Ah, komm schon. Ja, das ist auch wieder schlecht gelaufen, ne? Ja, immerhin bin ich nicht Letzter, ne? Ich bin Erster. Ich bin schneller als Sonic. Gute Arbeit. So, Sonic sollte ich dreimal besiegen, ne? Ich kann ja auch Replay Race. Ach, dann kann ich es mir an die Replay Race. Okay. Gut, machen wir es nochmal. Your Speed has been zapped by Metal Sonic. Also, mein Speed ist für dieses Rennen hier festgelegt. Wenn das Speed für dieses Rennen hier festgelegt... Also, ich weiß nicht, ob es das bedeutet. Aber wenn das der Fall ist, dann schafft man doch manche Sachen gar nicht. Na, vielleicht soll man manche Sachen noch gar nicht schaffen. Sondern beim Bauen haben die Leute gedacht, ja, könnte man machen. Und dann haben sie sich gedacht, ach, ist doch egal. Das kann natürlich sein. So, Sonic hat mich überholt, aber ich werde ihn jetzt auch wieder überholen. Da vorne ist er, da rechts. Warum darf er eigentlich fliegen? Ich muss hier rennen und er darf fliegen. So typischer Sonic-Moment. Nein! Ich habe gedacht, ich schaffe das. Aber ich will jetzt mal die obere Strecke nehmen. Ich will jetzt mal die obere Strecke nehmen. So, please. Und, okay. Jetzt habe ich... Nein, als ob ich da reingeflogen bin. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Ich wollte jetzt einmal die andere Strecke nehmen. Bin da rein. Na gut. So, das haben wir schon mal genommen hier. Das war schlecht. Den oberen Ring kannte ich nämlich nicht mehr nehmen. Den habe ich vorhin schon genommen. Ah, nein. Als ob. Als ob. In der Luft kann man halt nicht abbremsen, sondern nur in eine andere Richtung lenken. Das ist immer richtig komisch. Das ist sein Rennen. Er macht die Regeln darum. Nein, das ist nicht sein Rennen. Das ist mein Rennen. Ich mache die Regeln. Als ob ich den Ring nicht bekommen habe.
Habe ich den Ring bekommen? Wahrscheinlich nicht. So wie ich mich kenne, habe ich ihn nicht bekommen. Und das hier schaffe ich auch nicht. Deswegen muss ich hier mal ein bisschen vom Gas runtergehen. Und komm, jetzt laufen wir mal rechts. Rechts lang. Oh, ist ja richtig schlecht, hier rechts lang zu gehen. Ist ja richtig schlecht. Oh Gott, warum habe ich das getan? Ist ja so eine Zeitverschwendung. Warum? Nein! Ich hätte hier außen auch noch rumgekonnt. Das wäre auch interessant gewesen. Aber ich bin jetzt so weit hinten. Oh Gott. Oh Junge, ich bin aber so weit hinten. Oh, oh Gott. Hier fliege ich auch wieder genau in das Feld rein. Aber immerhin sammle ich ein bisschen was Schönes ein hier. Ich klatsche auch überall gegen. Also das Rennen hat schon eine Schwierigkeit. Man kann hier jetzt nicht so einfach durch... speeden, wie man möchte, als ob ich Sonic überholt habe. Wie langsam ist Sonic denn kurz vor dem Ziel? Er ist so kurz vor dem... Was? Also das Rennen ist dafür gemacht, dass man gewinnt. Selbst wenn man schlecht ist. Aber das Rennen bietet auch ein paar Passagen, wo man gut sein muss, um sie überhaupt zu schaffen. Dafür bin ich zu schlecht. Und wir gehen erstmal wieder zurück zu Green Hill. Donny, Felix will, dass du zurückkommst. Ich komme zurück. Was wollt ihr? Yo! Habt ihr schon das neue Sonic Speed Sim Update gespielt? Nee, und werde ich auch nicht. Okay, werde ich doch. Aber nee, das ist besser, als ich dachte. Man hat wieder drei Aufgaben. Eine Aufgabe ist wieder sammeln, die anderen Aufgaben machen aber Spaß. Und diese letzte Aufgabe... Alter, du spoilerst. Nimm nur Hashtag Anton wieder zurück. Du spoilerst. Hashtag Spoiler in den Chat. Hashtag Spoiler in den Chat. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Selber Spoiler. Spoiler von einem Auto halt, ne? Ja. Seid ihr high? Nee. Nee. Aber meine Nachbarn denken das. Ja, meine Nachbarn denken das auch. Nachbarn hassen diesen Trick. Real talk. Mir ist gestern aufgefallen, dass ich mir fast sicher bin, dass meine Nachbarn mich bei allem hören können. Ja, hä, weil ich habe meinen Nachbarn auch gestern gehört, wie er sich rasiert hat. Ja, ich weiß, ich höre meine Nachbarn auch immer, obwohl alles so voll leise ist. Ja. Warum sehen meine Haare so weird aus von der Seite? Kennt ihr das, wenn eure Haare durch das Headset so runtergedrückt sind? Kannst du ja immer die Klappe halten? Weird, ach, Junge. Warum bist du überhaupt wieder hierher gekommen? Ja, wenn du schon wieder der Spielverderber bist. Aber Def Yannick hat geschrieben, Felix will, dass du zurückkommst. Nee, Def Yannick hat sich getäuscht. Mit wem redest du noch außer Felix? Ach, mit einem Niemand. Braucht dich nicht interessieren. Junge, hallo, mein Name ist Robert Saul und ich zocke auch gerade übrigens. Saul ist auch ein Zocker. Ein wahrer Zocker. Wir sind alle Zocker, ein richtiger Zocker. Ein richtiger Zocker hat eine Wasserflasche neben sich stehen, um sich anzusprühen. Nee, du bist einfach nur ein Neider. Ja, das machst du nur aus Neid. Du Neider. Also ich habe immer noch kein 1,64.000 Neid darauf, dass ich das nicht könnte oder was? Ja. Nee, du bist neidisch. Neider. Generell. Neider, Bobo, Neider, jetzt Neider. Mach mal ready hier, Bobo. Bobo. Eggman hat etwas in der Chemiefabrik fallen lassen. Es läuft immer noch. Okay, ich kaufe mal Robux, Egg. Nee, kaufe ich nicht. Ich habe heute schon 650 Robux ausgegeben. Ihr könnt mir mal ganz schön... Bla, bla, bla. Verlos mal Gamepässe bitte, Felix. Ja, verlos mal Gamepässe, Felix. Bitte verlos. Jetzt mach bitte einmal. Hey Paul, kannst du mal Heiden Sieg und Robux Felix machen? Ach komm, Dominik. 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 Auch mal nix. Nenn dich jetzt bei deinem echten Namen. Dominik, bitte mach das jetzt. Warum ist deine Beschreibung so lang? Dass, die Sachen sammeln sich halt an über die Zeit, weißt du? Gut. Über das Empyrean Update. Ich bin Dominik. Word. Baboom. Baboom, baboom. Hier ist eine Karte, so eine Discount. Es sind nur dieselben drin in meinem Server. Was ist denn da los? Stell euch vor, ihr habt 22 von 100 Discs. Stell dir mal vor, es sind immer dieselben Leute auf dem Server. Was soll ich tun? Ich noch nicht, sagt der Lucy Boy. Lucy Boy. Ich bin jetzt aber erstmal wieder weg, das Update weiterspielen, ja. Ja, bla bla bla. Bla bla. Okay. Wir spielen das Update weiter. Hast du dieses Hotdog-Event gemacht? Nö, habe ich nicht gemacht. Ich habe es gespielt, ich hatte Spaß, aber ich habe es nicht zu Ende gespielt. Ich brauche doch nicht alle Skins. Ich werde das hier wahrscheinlich auch nicht zu Ende spielen. Sonic Speedsim kann man halt spielen wegen Spaß, schnell und so. Aber ich habe doch jetzt schon einen Skin, der mir gefällt. Ich mag Tails halt. Tails sieht cool aus, deswegen nehme ich das auch so an. Ich mache jetzt einmal hier Redeem, please. No, XP bekommen. XP bekommen bringt mir nicht so viel, wenn ich Max Level bin. Gehen wir mal wieder zum Ereignis. Aber diesen Skin hier von Tails, den hätte ich gerne. Kann ich bitte diesen Skin haben? Stell dir vor, den Skin gibt's nicht. Charakter. Das hier? Ich hoffe, dass ich den kriege. Wer weiß. Jetzt müssen wir aber erstmal wieder zurückkommen zum Spawn. Und von hier aus dann zurück zu Green Hill. Finde die Events zu schwer. Meinst du das Event hier? Ja, es ist auf jeden Fall schwerer als... Also hier muss man nicht einfach nur stupide sammeln, sondern muss tatsächlich mal was machen. Ich finde es eigentlich gut. Ich finde es auch nicht so schwer, weil ich habe ziemlich schlecht performt im letzten Rennen und war trotzdem noch relativ gut dabei. Ich will jetzt mal gucken, wie viel von diesen Kügelchen kann ich denn so sammeln. Sonic sagt, alle Events. Na, die anderen Events waren nicht schwer, sondern einfach nur langwierig. Und das mochte ich an den Events nicht, weil es zu lange dauert. Bei diesen Fünfern kann man immer nur einen mitnehmen. Vielleicht zwei, wenn es gut läuft. Aber, oder? Ja, zwei kann man mitnehmen. So, aber... bringt ja nichts. So, kann ich jetzt hier rechts irgendwie rüberspringen? Hier auf die Rails und dann... Nein! Ah! Ich wollte doch nur auf die Rail. Machen wir nochmal. Ha! Ich hab sie bekommen. Ah, komm, ich habe jetzt nach ein paar Rennen 249 von 3000. Es geht eigentlich. Es geht, wenn man das ein bisschen spielt.
Aber 2000 fände ich angemessener. Guck mal, hier haben wir jetzt diese Rail von außen. So kommt man auf die Dinger rauf. Ich verstehe. So, jetzt lernen wir auch langsam mal die anderen Strecken, die man so gehen könnte, wenn man es denn drauf hätte. Oh, das war schlecht. Das war sehr schlecht von mir. Das hier müsste ich machen. Und dann schaffe ich da mal wieder nicht gegen. Vielleicht, wenn ich mehr Speed an der Stelle habe. Was war das denn eben? Aber Sonic ist halt so weit hinter mir. Guck mal, da hinten. Und er wird hier kurz vor dem Ziel richtig langsam. Wo ist er? Da hinten kommt Sonic. Da ganz hinten kommt er. Und er wird immer langsamer. Der lässt einen richtig Zeit. Und wir die hier noch mitnehmen. So. Und jetzt fliegt er dagegen und ist tot. Wir haben Sonic getötet, Leute. Wir haben es geschafft. Yay. Noch einmal rennen. Komm, wir machen ihn fertig, Sonic. Komm ran. Ich mach dich sowas von fertig. Und bam. Dem habe ich es gegeben. Hat keine Chance gegen mich. Kapiert. Und Mist. Ich dachte, ich kann schnell abspringen. Aber es hat nicht funktioniert. Aber man kann halt immer hier die Dinger mitnehmen. Dritt, dritt. Oh, das war schlecht. Dritt und dritt. Und das war schon wieder schlecht. Was ist los hier? Hä? Ich habe vergessen, S zu drücken, nachdem ich D gedrückt habe. Hey, sind aber gar keine Bälle mehr, die ich mitnehmen kann. Was soll das denn? Wie ich am Anfang gedacht habe, das sind Bomben. Aber die sehen halt wirklich aus wie Bomben. Nein, ich weiß nicht. Normalerweise kennt man ja in solchen Roblox-Spielen auch gar nicht. Oh Gott, jetzt bin ich schon wieder gesprungen, obwohl ich gar nicht musste. Normalerweise kennt man in Roblox-Spielen ja gar nicht so viele Hindernisse auf einmal. Dementsprechend macht es ja Sinn, dass das keine Bomben sind, sondern sammelbare Sachen. Aber in anderen Videospielen wären es wahrscheinlich Bomben gewesen. Ja, immer außen an den Dingern vorbei, dass die dann gar keine Probleme mehr machen. Da habe ich es gar nicht hochgeschafft, okay. Please. Na, immerhin. Und op. Und nein. Aber ich werde das Update hier, das Pet Simulator. Das Sonic Speed Simulator Update auch nicht zu Ende spielen, weil ich bin nicht wirklich interessiert an dem Sonic Skin. Ich hätte schon gerne den Tail Skin und es könnte sein, dass man den Tail Skin vielleicht freischaltet. Das wäre ziemlich cool. Also falls ihr diesen Sonic Dings, wie heißt der hier? Diesen Grand Reward Skin haben wollt, dann spielt das Update auf jeden Fall durch. Und wenn ihr den Skin haben wollt, ich meine, er existiert offensichtlich. Der ist hier 3D animiert. Wenn ihr so einen Tails Skin haben wollt, dann probiert's aus. Ich meine, was anderes als probieren könnt ihr es ja auch nicht. Ich hoffe, den gibt es. Aber ich glaube nicht. Weil wir gucken, weil das ist wirklich der Tech Sonic. Das hier könnte er sein, ne? Das könnte er sein. Nee, da ist ein Rock. Ist er nicht. Das ist er nicht. Nee, das ist er nicht. Schade. Naja. Ich mache jetzt nochmal einen Rebirth. Gönnen mir nochmal ein bisschen Erfahrung hier. Hopp, 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 hopp. Bisschen schneller werden. Und würde dann sagen, es reicht dann auch mit dem Sonic Speed Simulator. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!